Sie sind hier, 1. August 2018, 15.59 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Maximilian Matarastedt in Kitzbühel im Viertelfinale Urheberrecht Getty Images. Beim Sandplatzturnier in Kitzbühel erreicht Maximilian Matarastedt das Viertelfinale. Das deutsche Duell fällt dennoch aus, da Philipp Kohlschreiber scheitert. Philipp Kohlschreiber ist beim Sandplatzturnier im österreichischen Kitzbühel bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der an Nummer 2 gesetzte Augsburger verlor seine Auftaktpartie gegen den Qualifikanten Dennis Istomin Usbekistan 7:5, 3:6, 1:6 und verpasste damit das Viertelfinalduell gegen Landsmann Maximilian Matarastedt Nummer 6, der Nürnberger zog durch das 6:3, 6:4 gegen den Russen Michael Kukushkin als einziger Deutscher in die Runde der letzten 8 ein. Vor Kohlschreiber, der nach einem Freilos erst zum Achtelfinale in das Turnier einstieg, waren bereits Jan-Lennard Struff Nummer 7 und Yannick Hanfmann in der ersten Runde des mit 561.345 € dotierten Turniers ausgeschieden.